Wodka Martini. Für das süßeste kleine Ding diesseits von Rosenheim. Oh, Oskar, ich bin schon leicht benebelt. Und es ist erst 8 Uhr. Für was für eine Art von Mädchen hältst du mir hier? Ich dachte immer, du seist von der Art, die nie fragen, von was für eine Art sie sind. Ja? Trink das aus, meine Süße. Ich nenn's Flamme des Inferno. 27 davon und jede Frau wird Wachs in meinen Händen. Wo ist Felix? Warum wechselst du das Thema? Was habe ich denn gesagt? Du weißt genau, was du gesagt hast. Wo ist Felix? So ist's recht. Quäle den, der sich nicht wehren kann. Ich hab's nicht so gemeint. Ich hatte Angst, er könnte unerwartet zurückkommen. Ich hatte auch Angst. Ich hatte eine Vision. Ein Zug stürzt in einen Abgrund und Felix ist nicht drin. Egal. Er ist meilenweit weg. Vergiss ihn, meine Süße. Ich tu's auch. Ja, komm, trink deinen Felix aus. Ich meine, was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Du warst gerade romantisch, Oskar. Mhm. Was will ich meinen? Da bin ich wieder. Mhm. Hier gefällt's mir. Warum machst du den Plattenspieler nicht wieder an? Ich mag gefühlvolle Musik. Wer braucht denn schon Verstärkung? Oh. Verdammt! Was ist denn das? Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Wo sollst du denn hin? Am besten sofort wieder raus. Sehr witzig. Aber wirklich. Zum Totlachen. Da hinein, bitte. Felix, ich dachte, du wolltest das Wochenende bei deiner Frau verbringen. Was ist mit der Versöhnung? Wir hatten wieder Streit. Ich musste mich einmal durchsetzen. Aha, und was mit dem Klavier? Was ist damit? Gründest du eine Band? Oh, sehr komisch. Da ins Fenster, bitte. Ich kann meine kleinen kulinarischen Wunder schwerlich mit einer dreckigen Pfanne und einem Flaschenöffner zubereiten. Oh, und was willst du mit dem Klavier kochen? Du, ich bin mitten in einer wichtigen Besprechung. Ja, ja, ich verstehe. Oh, hallo. Ihr beiden könnt jetzt ruhig mit dem weitermachen, was ihr weitermachen wolltet. Ich bin in der Küche und werde ein bisschen aufräumen. Oh Mann, ein Klavier. Also Jungs, lasst euch durch mich nicht stören. Ich liebe Publikum. Ich werde dem Bienchen hier mal was vorspielen. Was? Oh, tut mir leid, Margot, war nicht so gemeint. Ja, dann gehen wir wohl wieder. Wiedersehen. Ich glaube, Sie warten auf Trinkgeld. Ach so. Komm, Heinrich. Wir machen uns ein schönes Wochenende in Südfrankreich. Ja, das werde meine Kinder erzählen. Da können wir doch wenigstens mein Brotleib anbezahlen. Ja, was das gehört. Ja. Tut mir leid, Schatz, das von eben. Kommen wir wieder zur Sache. Oh, ich liebe Klavier. Der Klang jagt mir kleine heiße Schauer über den Rücken. Dazu brauchen wir kein Klavier, Süße. Das schaffe ich auch. Komm, Süße, machen wir es uns gemütlich. Entspann dich und sag keinen Ton. Felix! Das ist genau das Wort, das du nicht sagen solltest. Komm, entspann dich, mach die Augen zu und genieße mich. Weißt du, Margot, du bist wirklich die Einzige für mich. Usch! Martens. Martens. Oh, hallo, Schatz, du bist es. Schatz? Was für ein Schatz? Ja, könntest du noch mal anrufen? Ich bin gerade in einer wichtigen Besprechung. Der Seuchenkontrolleur ist gerade hier. Ja, ist doch egal, wie Ihr Name ist. Also, Schätzchen, könntest du zur Sache kommen?
Was, du machst Witze? Ich schulde dir 500 Mark Unterhalt? Ja, ich hab's vorige Woche versprochen, aber du musst es mal so sehen. Hallo? Hallo? Das war mein Buchmacher. Du nennst ihn Schätzchen? Das Pferd heißt Schätzchen, Süße. Komm, setz dich, entspann dich. Wir waren so schön in Stimmung. Wenn ich der Seuchenkontrolleur bin, muss ich dir was Wichtiges mitteilen. Du bist die Seuche. War doch nur ein Witz, Süße. Einer von den Millionen, die du nicht verstehst. Das war deine Frau, stimmt's? Warum erzählst du mir all diese dummen Lügen? Ich wollte uns den Abend nicht verderben. Es klappte gerade so schön. Ja, bei mir hat's geklappt. Ich gehe. Ich habe Kopfschmerzen. Ich leg mich besser hin, glaube ich. Das ist eine tolle Idee. Ich habe auch Kopfschmerzen. Das werden jeden Moment schlimmer. Du bleibst heute Abend in der Küche, Felix. Also, auf Wiedersehen. Was war das? Das ist Albert, unser Papagei. Also schön, du hast Albert, ich hab Margot. Gute Nacht, Felix. Oh, Felix, du hast einen Papagei? Kann ich ihn sehen? Ich liebe die wilde Natur. Hier ist mehr wilde Natur, als du brauchst. Gute Nacht, Felix. Oh, ich muss ihn sehen. Zeig ihr deinen Papagei, Felix. Danke. Oh. Gefällt er dir? Ja. Sieh mal, meine Frau und ich hatten diesen Streit. Und am Ende hatte sie die Kinder und ich den Papagei. Du hast deine Kinder für einen Papagei geopfert? Das finde ich wundervoll. Soll das heißen, wir haben einen Untermieter? Kein Grund zur Sorge. Du wirst nichts von ihm spüren. Sehr richtig. Er wird nicht überhaupt nicht hier bleiben. Oskar, dieser Vogel kommt aus einem zerrütteten Heim. Er wird gleich noch ein zweites zerrüttetes Heim haben, wenn ich diesen Käfig aus dem Fenster schmeiße. Felix, ich glaube, du hast etwas Großartiges getan. Danke, Margot. Gott sei Dank versteht mich hier wenigstens einer. Trennung kann für unsere kleinen Freunde die Hölle bedeuten. Du hättest mal den Blick meines Goldfisches sehen sollen, als ich mein Zuhause verließ. Schluchz, Schluchz. Da hörst du einen sensiblen Menschen reden. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht, Albert. Viel Spaß mit Florence Nightingale und Dr. Doolittle. Aber Oskar, geh doch nicht weg. Ich mach dir was zu essen. Was willst du? Was darf ich dir bringen? Papageien-Sandwiches. Erster Glückspilz, zweiter Griselda, dritter Hans im Glück. Ach. Und nun die Ergebnisse aus Gelsenkirchen. Erstes Rennen. Zweites Rennen, erster Casanova, zweiter Tolpatsch, dritter Anemone. Oskar, ich frage dich allen Ernstes, was du da tust. Ich sage dir lieber, was ich nicht tue. Ich höre mir die Rennergebnisse nicht an. Du wettest doch nicht etwa wieder, nach der einzigartigen Pleite vom letzten Mal. Ich habe eine Dreiviertelstunde auf diese Ergebnisse gewartet, um zu erfahren, dass der Staubsauger das erste Rennen gewonnen hat und der Mixer als erster und zweiten durchs Ziel gegangen ist. Und ich habe nicht einmal auf ihn gesetzt. Ich weiß, was du hast. Du bist sauer wegen gestern Abend. Nur wegen gestern Abend? Was mit all den anderen Abenden, wo du zwischen mir und meiner Libido stehst? Immer wenn ich zu meinen Hormonen sage, auf Jungs, los geht's, sagen die zu mir, wo ist Felix? Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Margot und ich, wir haben uns nur sehr angeregt über das Leben von Vögeln in Käfigen unterhalten. Wie bitte? Ja, das ist alles. Wusstest du, dass sie einen Kanarienvogel hatte, der unter Fallsucht litt? Sie musste ihn mit Klebeband auf seiner Stange festbinden. Ist das nicht rührend? Und da wir gerade bei rührend sind, was hast du mit dem armen Albert gemacht? Er versucht zu schlafen. Er hatte gestern ein traumatisches Erlebnis. Nicht nur er. Ach, da ist doch noch etwas, was dich beunruhigt, Oskar. Stimmt's? Ist doch nicht nur der Staubsauger, der Mixer und Albert. Und du? Ja, und ich und das Alter und Krankheit, Tod, das ist doch noch was. Etwas Ernstes, nicht wahr? Ja, ich schulde Blanche 500 Mark Unterhalt. Du schuldest was? Deswegen habe ich auf Pferde gesetzt. Jetzt schulde ich Blanche 500
und mein Buchmacher 200. Du solltest ihn heiraten. Ein Scherz, um mich aufzuheitern. Bitte heitere mich nicht auf, ich kriege Depressionen davon. Warte nur, bis du siehst, was ich für dich im Kühlschrank habe. Götterspeise mit Himbeeren. Das war so nett. Oskar. Was ist das? Das, Felix, nennt man gemeinhin ein paar Turnschuhe. Aber was machen Sie in der Leberwurst? Sie machen gar nichts. Ich kriege heiße Füße und damit kühle ich sie ab. Ach du lieber Gott, Felix. Bist du jetzt böse, Felix? Oskar, ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Um einen kleinen Gefallen. Besser gesagt, um zwei kleine Gefallen. Deine Turnschuhe, schmeiß sie weg, beide. Wieso soll ich meine Turnschuhe wegschmeißen? Ich bin allergisch gegen sie. Ich schmeiße meine Turnschuhe nicht weg. Und da wir gerade dabei sind, es gibt noch einige andere Objekte, die du wegwerfen solltest. Zum Beispiel dieses alte grüne T-Shirt mit deinem Namen drauf. Das ist weiß. Weiß? Mein Gott. Und diese drei Armeesocken. Wer will schon drei Armeesocken? Bist du jetzt fertig? Ich habe Hunger. Was gibt's zu essen? Es tut mir leid. Mir ist der Appetit vergangen. Dann gehe ich in den Böhmerwald und zerreiße ein Huhn. Das riecht gut. Was ist das? Das ist ein Vogelfutter-Napfkuchen. Wenn ich nach einem verregneten Spiel irgendetwas mag, dann ist es Vogelfutter-Napfkuchen. Ach, er ist nicht für dich, er ist für Albert. Albert ist sehr krank. Vielleicht ermuntert ihn das zum Essen. Süß, nicht? In Herzform. Vielleicht hättest du besser eine Urdenform genommen. Ich weiß, dass er auf Urden scharf ist. Verstehst du nicht, was ich sage, Oskar? Albert ist krank. Dann bring ihn zum Arzt. Hab ich schon. Der Arzt meint, das ist bestimmt kein Grund zur Unruhe, aber das gefällt mir nicht, wie er aussieht. Das habe ich dir gleich am ersten Tag gesagt. Du hast Albert nie gemocht. Stimmt's? Was ist an dem zu mögen? Seit dem Tag, als er ankam, hat er das Haus besetzt. Kostet ihn sein Essen, bevor du mich auch nur denkst. Gibst ihm die Zeitung, bevor ich sie sehe. Hast du schon mal eine Zeitung gelesen, die vor dir ein Papagei gelesen hat? Der Arzt hat mir Tropfen für ihn gegeben, aber sein Zustand verschlimmert sich. Der sieht so elend aus. Ja, prima. Du weißt, dass du grausam bist. Ich? Grausam? Hör zu, Felix. Wenn du dich um den Vogel kümmern würdest, ich meine wirklich kümmern, dann würdest du ihm die Freiheit schenken. Los, gib ihm einen kleinen Stoß. Lass ihn in die Freiheit fliegen. Er ist zu krank zum Fliegen. Er würde fallen. Dann lass ihn fallen. Also ich kann nicht verstehen, wie ein erwachsener Mensch einen kleinen Vogel hassen kann. Es ist ja nicht, weil er mein Ohr angeknabbert hat, sondern weil du ihn so verhätschelst. Ich verhätschel ihn nicht. Aber wie? Ach komm, setz dich ins Wohnzimmer, dein Essen ist ja, ja, schön, schön, schön. Felix! Ist es hier ein Esszimmer oder eine Tierklinik? Felix! Albert, soll jetzt ein Nickerchen machen? Du machst jetzt ganz schön schlafig. Hey, verdammt nochmal, ist das heiß hier, aber machst du kein Fenster auf? Meinst du nicht gleichzeitig das Fenster öffnen und die Zentralheizung voll aufdrehen? Zentralheizung voll aufdrehen, heute! Papageien sind Tropenvögel, Oskar. Ich versuche nur, ein anisotropisches Klima zu erzeugen. Du hast es geschafft. Die Teppichfransen sind 3 cm gewachsen. Gehst du bitte ran? Wenn es blanche ist, sag ich, ich bin in der Redaktion. Ich zahle im November. Oskar, häng dir bitte auf. Hallo, Blanche. Oskar sagt gerade, er ist nicht da. Was? Oh. Oskar! Oskar, für dich. Du meinst, es ist nicht meine Frau? Nein, es ist meine Frau. Wir reden nicht mehr miteinander. Sag ihr, ich fühle mich großartig. Hallo. Hallo, Gloria. Ja, es geht ihm ziemlich schlecht. Ich bin froh, dass ich los bin. Ja, er vermisst dich ziemlich. Das tue ich nicht. Sie fragt ihn nach dem Papagei. Sag ihr, es geht ihm gut. Ja, Gloria, der Papagei stirbt gerade. Warum sagst du sowas? Vielleicht will sie ihn zurückhaben. Nur über meine Leiche. Können Sie doch jedes Wochenende besuchen, Felix. Komm, gib mir den Hörer. Hallo, Chloe.
Klo. Sie hat aufgelegt. Also manchmal wird alles zu viel für mich. Eine Frau, die nicht mehr mit mir redet, ein Freund, der mich reinlegen will und ein Papagei, der lebensmüde ist. Felix, ich werde deine Probleme um ein Drittel reduzieren. Was hat? Was machst du da? Du hast gesagt, er ist lebensmüde. Halt den Schnabel, wenn ich quake. Ich gehe hin. Das wird der Tierpräparator sein. Wer sind Sie? Der Müllmann. Ich nehme das nicht an. Der Müllwagen bleibt sauber. Hey, das sind meine Kleider. Die trage ich noch. Wirklich? Mein Gott. Sehen Sie, ich meine das ja nicht persönlich, aber ich habe sehr viel Jugoslawen und Türken bei meinen Leuten und die legen großen Wert auf peinliche Sauberkeit. Wer hat das rausgeworfen? Ich werde mal das Essen fertig machen. Felix. Schönen guten Tag dann. Ach ja, falls wir nicht mehr wiederkommen, frohe Weihnachten. Hi. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten? Also, Felix, ich bin bestimmt ein verträglicher Mensch, aber es ist spät und selbst ich würde gerne ein bisschen schlafen. Würdest du den Kasten bitte leiser stellen? Das ist ein Stummfilm, Oskar. Ich meine nicht den Film. Du schluchzt so herzzerreißend, langweilig und laut. Tut mir leid, Oskar. Ich habe auch nur wie in Albert eingeschaltet. Er liebt alte Filme. Ich auch. Oh. Nicht doch, Felix, nicht doch. Wir sollten nicht so kleinherzig sein. Das Leben ist so kurz. Warum sind wir nicht toleranter? Ich denke, ich schulde dir eine Entschuldigung, Oskar. Meine Art, mich zu benehmen, als du meine Sachen rausgeworfen hast, war unverzeihlich. Wie du mir, so ich dir. Nicht doch, Felix, nicht doch. Ich war so dämlich irritiert, als du den Mixer vom Stecker abgeschnitten hast. Ich meine, das war doch ganz natürlich, nicht? Ah, denk nicht mehr dran. Ich weiß, es ist nicht einfach, mit mir zu leben. Ich habe Fehler. Ja, das stimmt. Was willst du damit sagen? Na, wir alle haben Fehler, Oskar. Du hast welche, ich hab welche, Gloria hat welche. Sogar Blanche hat sie. Greifst du meine Frau an? Der ganze Gegenteil. Na, schön. Du kannst bleiben. Was ich sagen möchte, wenn es Toleranz gäbe, wäre es schöner auf der Erde. Rückblickend muss ich sagen, dass Gloria recht hatte, sich zu beschweren. Gut, dass du das einsiehst. Ich meine, als sie das Essen reinbrachte, auf dem Parkett ausrutschte und sich das Handgelenk brach. Ne? Was hast du da gemacht? Ich rief den Arzt an. Was war daran falsch? Ja, vielleicht hätte ich ihn anrufen sollen, bevor ich die Mayonnaise vom Lampenschirm kratzte. Ne? Oh. Das ist noch gar nichts, Felix. Nimm zum Beispiel Blanche Geburtstag. Der einzige, an den ich mich erinnere. Ich dachte, das sei ihr 33. Ja. Dabei war sie erst 28. Aber denk nur nicht, ich sei immer schuld gewesen. Sie hat einen ziemlich bösartigen Charakter. Jedes Mal, wenn wir Krach hatten, hat sie mich mit Porzellan beworfen. Aber immer nur das billigste Zeug. Siehst du, wir müssen alle lernen, zusammenzuleben. Ich weiß, dass wir unsere Differenzen haben, Oskar. Aber ich mag dich. Wirklich. Ich mag dich als Mensch. Da bin ich aber froh, dass du mich nicht als Anzug magst. Also, wie ich es meine, ich möchte dir nur sagen, wenn du irgendwelche Sorgen hast, dann zögere nicht zu mir zu kommen. Tief in mir fühle ich,
dass es nichts gibt, was ich nicht für dich täte. Danke, Felix. Ich glaube, mir geht es genauso. Tut mir leid, dass ich dich mit deinem Geflügel da geärgert habe. Geflügel? Eigentlich mag ich den kleinen Bastard ja ganz gerne. Wie geht's ihm übrigens? Mitz. Ich denke, er schläft. Ja, wahrscheinlich hat er den Film schon mal gesehen. Du, wenn du mit ihm nicht zurechtkommst, kannst du auf mich zählen. Danke, Oskar. Sieh sie dir das an. Wegener weint schon wieder. Ist das nicht herrlich? Ja, so ist brav. So ist brav, leck schon sauber. Ja, du brauchst doch die Schnuller nicht zu nehmen. So ist brav, ne? Ach, Albert, du bist wirklich zu dämlich manchmal. Ja, so ist brav. Nimm dir deine Tropfen. Ist nur eine kleine Magenverstimmung. Da beißt doch den Schnuller nicht durch. Ich hab nur den einen. Albert. Albert, sei doch nicht so blöde. Oskar. Nicht, Liebling, nicht schon wieder. Nicht in meinem Alter. Ach, Oskar, wach auf. Es ist 2:30. Was? Wo ist meine Hose? Was hast du eben gesagt? Wie spät ist es? 2:30. Bist du verrückt? Oskar, deine Wache. Meine was? Du musst dich jetzt zu Albert setzen und ihm seine Medizin geben. Bist du übergeschnappt? Ich stehe doch nicht für dieses neurotische Federbündel auf. Aber du hast doch gesagt, wenn du irgendwas tun kannst... Ich kann schlafen gehen. Du kannst nicht. Ich kann nicht? Ich zeig dir jetzt den tiefsten Schlaf, den du je gesehen hast. Du musst mir helfen. Es ist so schwierig, ihm die Medizin allein zu geben. Ich muss ihn immer zwischen die Knie klemmen. Dauernd hast du mir gesagt, wie intelligent der Vogel ist. Soll der dir doch helfen? Gute Nacht. Es geht um Albert. Er hasst die Tropfen und beißt ihm einen Schnuller. Dann weißt du wenigstens, was mit meinem Ohr passiert ist. Also schön, aber du trägst die Verantwortung. Felix, dieser Pfuscher von Arzt hat doch gesagt, dass es ihm gut geht. Und du glaubst einem Pfuscher? Ich sag dir eins, es ist mir egal, ob er lebt oder stirbt. Gute Nacht. Ist das dein letztes Wort? Gute Nacht war mein letztes Wort. Und was ist mit meinem Vogel? Lass ihn ausstopfen. Oskar. Oskar, wach auf. Wie denn, was denn? Oh, Felix, nicht schon wieder du. Du kommst sicher, um mir zu sagen, dass es 3:15 ist. Nein, es ist 5:30. Vielen Dank, Felix. Ohne diese regelmäßigen Zeitansagen würde ich sicher die ganze Nacht mit Schlaf vergeuden. Ich hoffe, du bist glücklich. Nicht, solange du hier bist. Dein Wunsch hat sich erfüllt. Albert ist von uns gegangen. Da hörst du mir überhaupt zu. Ich sagte, Albert ist von uns gegangen. Ja, der Papagei. Du hast ihm den Tod gewünscht. Und jetzt ist er tot und du fühlst dich nicht aber schuldig. Bist du sicher, dass er tot ist? Da. Ah, das bedeutet gar nichts. Manchmal lasse ich den Kopf auch aus dem Bett hängen. Bin ich dann etwa tot? Spar dir die Antwort. Er ist tot, Oskar. Und du hast dich geweigert, ihm zu helfen. Aber belaste dein Gewissen nicht damit, wenn es dich nicht in deinem Innersten trifft.
Dann dreh dich um und schlaf weiter. Wir kamen so schnell wir konnten, Felix. Dir trinkt das, dann geht's dir besser. Ich bin immer noch wie betäubt. Ich kann mir denken, wie du dich fühlst, Felix. Habe ich dir schon mal von unserem Benno erzählt? Er fiel von der Stange und er trank in einem Eierbecher. Hallo zusammen. Was ist denn hier los? Eine Party? Hey, seid ein bisschen lustiger. Wie wär's, wenn ich nachher einen Sprung zu dir raufkomme? Wir trinken was und haben ein bisschen Spaß, ne? Das ist das roheste und gefühlloseste, was ich je gehört habe. Stimmt. Hast du Albert vergessen? Oh, tut mir leid. Ihr wisst, wie das ist. Man verdrängt eben diese traurigen Gedanken, ne? Man schiebt sie weg, ne? Ach, so ist das. Und jetzt zu heute Abend. Ich bringe ein paar Flaschen Wein mit und dann... Oskar, ne? Martens, du bist abscheulich. Ich? Ich habe mich in dir getäuscht. Ich habe immer gedacht, du hättest nur dein kaltes, herzloses Äußeres gezeigt. Jetzt weiß ich, dass du gar kein Inneres hast. Was soll ich denn tun, damit ihr mir glaubt, dass es mir leid tut? Trauer sollte die Menschen vereinen. Das ist wahr. Also gut. Wir vergeben dir. Ich danke dir. Habt ihr schon irgendwelche Vorbereitungen getroffen für die Beerdigung? Wie bitte? Na, die Beerdigung. Nein, habe ich nicht. Ich konnte es einfach nicht. Ich meine, was macht man mit ihm? Du weißt schon. Die meisten Leute... Naja, du weißt schon. Nein, ich weiß nicht. Was sie meint, ist... Du weißt schon. Nein, ich weiß nicht. Sie meinen wegwerfen. Oskar! Was habe ich denn gesagt? Das ist wirklich alles, was wir für ihn tun können. Wo ist er? Wir sollten ihn in etwas einschlagen. In was? Ich weiß nicht. Ein Hemd. Er kann eins von mir haben. Nein, aber um Gottes Willen. Außerdem würde der Müllmann ihn zurückbringen. Erst noch was sagen? Na klar. Tschüss, Albert. Oskar, wie kannst du so herzlos sein? Ich finde das einfach unwürdig, ihn in die Mülltonne zu werfen. Was würdest du sagen, wenn man dich in die Mülltonne werfen würde? Er würde nicht einmal den Unterschied zu seiner gewohnten Umgebung merken. Wieso bin eigentlich ich immer der Buhmann? War ja nicht meine Idee, ihn auf den Müll zu werfen. Was würdest du mit ihm tun? Ich? Auf den Müll werfen? Was sollen wir sonst machen? Ich habe eine bessere Idee. Wir geben Albert ein Seemannsgrab. Papageien lieben das Meer. Was für ein sensibler Einfall. Danke, Ursel. Sensibel, aber dumm. Wo sollen wir denn hier ein Meer herkriegen? Was ist mit dem Fluss? Ihr habt doch die Isar. Willst du noch ein paar letzte Worte sprechen? Ich weiß nicht. Also dann, schwimm schön. Nein, bitte tu es nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Es tut mir leid, ich kann ihn hier nicht begraben. Sieh dir mal das Wasser an. Ja, ist dreckig. Dem Schwan macht sie auch nichts. Nein. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß, dass ich manchmal gemein sein kann. Und eigentlich will ich das gar nicht. Glaub mir. Ach, schon gut. Manchmal sind wir vielleicht gemein, aber wir können uns ändern. Es kann doch sein, dass uns Alberts Tod auf eine wunderbare Weise zusammenbringt. Du, ich sehe einen wunderbaren Platz. Komm her.
Sie dazu? Ja, ich denke, Albert würde es ihr gefallen. Bitte. Hey. Und sowas geht hier im Schnee spazieren. Bei dem Sauwetter. Sieh dir das mal an. Jetzt an sowas denken. Albert ist gerade erst kalt. Aber ich bin auch heiß. Komm, lass uns weitermachen. Moment, Moment, jetzt dreht sie sich. Lass uns weitermachen. Was habt ihr vor, Leute? Zieh ab, Marlene. Wie? Ach so, wegen der Kleider. Sittenpolizei. Ich hab die Sachen so oft an, dass ich schon vergessen habe, dass ich sie trage. Sie sind ein Mann? Ich suche nach Sittensträuchen. Meine Aufmachung soll Sie täuschen. Sie haben uns getäuscht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Polizei immer noch Frauenkleider trägt. Ich bin auch der Einzige. Und das auch nur, weil mein Oberinspektor mich hasst. Moment. Sind Sie Oskar Martens? Der Sportjournalist? Schuldet er Ihnen Geld? Nein. Ich bin Oskar Martens. Ich habe Sie letzte Woche beim Rennen gesehen. Ich habe einen heißen Tipp für das 5. Rennen in Riem. Eine todsichere Sache. Todsicher? Wer kann das schon wissen? Ich bin Polizist, oder? Setzen Sie Ihr letztes Hemd auf Alimente. Alimente? Als ich den Gaul zum letzten Mal gesehen habe, hatte der schon ein Bein in Spiritus. Sicher, aber die anderen Pferde werden noch langsamer hinken. Verzeihung, müsst ihr ausgerechnet jetzt über Pferderennen diskutieren? Es handelt sich um eine feierliche Angelegenheit. Was? Wir begraben jemanden. Wen? Albert. Wer ist Albert? Und wo ist er? Da drin. Ist das alles? Ein Papagei. Oh, ihr Haustier. Mein Gott, armer kleiner Kerl. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Aber Sie dürfen ihn hier nicht begraben. Kommen Sie, machen Sie eine Ausnahme. Wir suchen schon seit Stunden. Sie müssten ihn zu einem Tierfriedhof bringen. Tierfriedhof? Was ist das denn? Das ist der letzte Schrei aus Amerika. Wieso bin ich da bloß nicht selbst drauf gekommen? Eine großartige Idee. Eine teure Idee. Ja, willst du jetzt mit dem Wachtmeister diskutieren oder suchen wir jetzt den Friedhof? Ich frage mich, ob wir für die Leichenrede nicht Donald Duck engagieren sollten. Grauenvoll. Was für ein heimeliges Plätzchen. Felix, komm her, verschwinden wir. Nein, jetzt sind wir mal hier. Darf ich Ihnen behilflich sein? Ich bin der Direktor. Mein Name ist Humus. Martens. Oma. Ja, wir haben einen schweren Verlust erlitten. Oh. Mein aufrichtiges Beileid. War der Verblichene ein Mitglied der Familie? Ja, er war ein Papagei. Wie bedauerlich. Was waren seine letzten Worte? Er sagte, er hätte gern ein Begräbnis zum halben Preis. Oskar, er scherzt, es ist seine Art, seinen Schmerz zu verbergen. Natürlich. An welche Art der Bestattung hatten Sie gedacht? Verzeihen Sie, ich darf Ihnen eigentlich aber gar kein Geld bei mir. Oskar, kannst du mir was borgen? Was? Felix, du weißt genau, wie ich finanziell stehe. Warum legen wir den Vogel nicht hier ab und verschwinden? Oskar, du sollst es mir ja nur leihen. Felix, du weißt genau, dass ich jede Mark für das Pferd brauche. Es tut mir leid. Für Pferde sind wir nicht zuständig. Es lebt noch. Wir beerdigen auch keine lebenden Pferde. Was sind Sie nur für ein Mensch? Ein Armer. Ich schulde meiner Frau 500 Mark Unterhalt, also brauche ich das Geld zum Betten. Kapiert? Was ist der Grundpreis für einen kleinen Papagei? 25 Mark. Hast du das gehört, Oskar? 25 Mark ist doch wirklich zu viel. Ja. Also hier sind die 25 und jetzt verschwinden wir. Oh, einen kleinen Moment noch bitte. Das sind nur ein paar Kleinigkeiten. In welcher Preislage hatten Sie sich den Sarg gedacht? Jede Preislage, die in den 25 Mark inklusive ist. Der Sarg ist nicht inklusive. Hier sehen Sie unser Modell Eldorado in Mahagoni mit Elfenbeingriffen. Dieser hier, pardon.
ist aus Pinienholz. Mit Edelmetallgriffen. Modellerfüllung. Es ist ganz bezaubernd. Ist das der Preis? Welches ist der billigste? Dieser da. Und wie heißt das Modell? Pappmaché. Wir haben darauf verzichtet, ihm einen besonderen Namen zu geben. Darf ich Sie nun noch einmal hinweisen auf den? Den billigsten. Wir nehmen dies. Sehr schön. Felix, wir gehen. Oh, noch etwas. Granit oder Marmor? Granit oder Marmor was? Grabstein. Ist das ein Witz? Nicht im Entferntesten, mein Herr. Ach ja, welcher Religion gehörte der Verstorbene an? Ein Wahnsinniger. Er war Lutheraner. Verstehe. Nun sollten wir noch den Platz des Grabes aussuchen. Für nur wenige Mark mehr hätten wir eine mit wundervoller Aussicht auf die Bambi-Statue. Oder vielleicht lieber neben Rintintin? Ich denke, wir entscheiden uns für... Ich denke, wir entscheiden uns für einen kleinen Spaziergang. Es gibt mir hier zu viele Extras. Das Einzige, was du hier für 25 Mark kriegst, ist eine Quittung. Oskar! Felix, du kannst machen, was du willst, aber Albert wird keinen Autokonvoi kriegen. Oskar, denk daran, wo du bist. Ich weiß genau, wo ich bin. Tief in roten Zahlen. Herr Martens, ich habe volles Verständnis für Ihren tiefen Schmerz. Aber Sie müssen auch praktisch denken. Wann wäre Ihnen die Bestattung des Verblichenen genehm? So schnell es geht. Sofort also. Nun, wie viele Freunde des Verblichenen können wir erwarten? Verzeihung, wie bitte? Wie viele Trauernde? Ja, nun also, ich denke, Alberts Arzt, deine beiden Täubchen. Tauben? Es sind Menschen, Menschen sind es. Für 200 Mark bekommen Sie den kompletten Service und Trauernde so viel Sie wollen. 200 Mark? Das ist doch lachhaft! Es ist so traurig. Was für ein Verlust. Geld zum Fenster raus. Oskar! Oskar! Es tut mir so leid. Aber ich hatte den vollen Ernst der Krankheit nicht erkannt. Sie müssen sich keinen Vorwurf machen, Doktor. Aber es war eindeutig eine Fehldiagnose. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt, um ein letztes Lebewohl zu entsenden an... 200 Mark. Psst. An Albert, den verehrten Liebling von Felix Unger, den Freund von Oskar Martens, Margot und Ursel Taube. Er erinnert sich an uns. Sie haben ihm doch immer seine Tropfen gegeben, nicht wahr? Jede Stunde pünktlich. Wieder einmal hat sich der wundersame Kreis des Lebens geschlossen. Jede Stunde? Vier Tropfen jede Stunde, wie Sie sagten. Hört mal, Leute, geht es nicht ein bisschen leiser? Aber ich sagte Ihnen doch... Ein Tropfen alle vier Stunden. Kein Wunder, dass er eine Überdosis bekam. Sie meinen, es war mein Fehler? Ja. Schritt zu einem besseren, reicheren und volleren Leben. Wenn wir heute für Albert Tränen vergießen, vergießen wir sie dann nicht eigentlich nur für uns? Was war das? Das war Albert! Annullieren Sie das Begräbnis. Er ist verschlossen! Das Schlösser geht extra. Dann ist er verklemmt. Seht doch, er lebt. Ich möchte mein Geld zurückhaben. Tut mir leid, mein Herr. Die Rückerstattung von Geld ist in unserer Preisliste nicht vorgesehen. Scheint wieder gesund zu sein. Er muss durch die Tropfen in einer Art Koma gewesen sein. Oh, Albert. Albert! Albert, komm zurück! Komm zurück! Ach, wie schade. Er ist weg. Was regst du dich so auf? Vor ein paar Minuten war er noch viel weiter weg. Es tut mir leid, dass etwas dazwischen gekommen ist. Es wäre so eine schöne Bestattung. Halt! Keiner bewegt sich. Oskar, was machst du da? Das ist meine Fliege. Meine Lieblingsfliege. Eine Winterfliege. Weiter mit dem Begräbnis. Wie bitte? Habe ich für das Begräbnis bezahlt, ja oder nein? Nicht doch, das ist doch lächerlich. Glauben Sie, das Gewerbeaufsichtsamt findet das auch lächerlich?
meine Damen und Herren, wir entsenden heute unser letztes Lebewohl an Oskar Martens geliebte Fliege. Albert! Albert! Wir müssen begreifen lernen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Und dass wir, die Menschen, lernen müssen, den Tod nicht als ein Ende zu sehen, sondern vielmehr als einen Schritt zu einem besseren, reicheren und volleren Leben. Albert! Und Pechvogel führt das Feld an, gefolgt von Honigkuchen. Und auf dem dritten Platz gewinnt Wirbelwind mächtig an Boden. Und am Schluss des Feldes liegt Alimente. Was ist los mit dir, Felix? Hältst du immer noch die Kerze für Albert? 4 Stunden bin ich durch die Stadt gelaufen und habe ihn nicht gefunden. Seit meiner Scheidung habe ich mich nicht so kaputt gefühlt. Aha, mach dir nichts draus, Felix. Hauptsache, er lebt. Es tut mir leid, das mit dem Begräbnis. Du hättest die 200 Mark auf dein Pferd setzen können und einen Haupttreffer gelandet. Ach, vergiss es. Hör dir das an. 2 Runden vor dem Ziel führt immer noch Pechvogel mit 2 Längen vor Honigkuchen. Die beiden ziehen auf und davon. Alimente liegt 10 Längen zurück, an 3. Stelle, aber noch nicht endgültig ab. Aha, ein vollkommener Versager. Felix, du hast mir 200 Mark gespart. Ich finde das nicht sehr komisch, Oskar. Du, ich hab nicht gequakt. Oskar! Oskar, er ist wieder da! Er ist wieder da! Felix, dieses alte Sumpfhuhn ist doch hin. Oskar, er ist durch das Fenster direkt hier reingeflogen. Ist das nicht sensationell? Und was für eine Sensation. Pechvogel ist gestürzt und mit ihm Nummer 2, Honigkuchen. Und hier kommt das 3. Pferd. Nichts kann es mehr aufhalten und es gewinnt. Es ist Alimente. Alimente hat gewonnen. Albert, was machst du da für einen Quatsch? Aber schön, dass du wieder da bist, ne? Das Oskar.